Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Arg Daneben. An meiner Seite sind wie immer der gute BS Royal. Hallo. Hi. Der gute Zwiebelpeter. Hallo. Hallo. Ja, und dann wollen wir mal loslegen hier. Ich bin ja am Haus bauen. Das ist einfach eine total dumme Drecksau, ist das, ey. Sozial mal wieder. Weißt du, ich komme ins Spiel, muss erstmal meine Leiche plündern, weil er mich gekillt hat. Die Hälfte meiner Klamotten ist im Arsch. Und dann vergisst er mich noch. Eieiei. So. Wo waren wir denn letzte Folge? Übrigens, ich baue erstmal das Haus. Ich möchte mich bei allen neuen Abonnenten bedanken, die zu mir gekommen sind, weil Brilli die Folge zu spät gebracht hat. Deine Mutter ist zu spät, Alter. Der war schön. Ja. Ja, verzeih, großer Meister. Wichser bist du! Ich sitze hier jetzt falsch rum! Das hat doch keinen Sinn! Was der schon wieder rumschreit, ey. Ja, ey, dieses Spiel macht mich aber wahnsinnig. Ich wollte mal was fragen. So, musst du den Server besser konfigurieren? Hm, was denn? Wollen wir mal irgendwie ein gemeinsames Ziel uns jetzt setzen? Oder jetzt machen wir wieder mit seiner Zielsetzung an, ey. Ja, um 8 Uhr wollten wir anfangen. Wir haben 9. Ja. Das war eine Zielsetzung. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mene. Respekt vor dir und deinem Computer. Hat jemand bitte 18 Leder? Ja. Ich leder dir gleich richtig eine, ey. So, ich meine, jetzt erstmal muss ich das Haus bauen, das ist jetzt mein Ziel. Ob ihr mitmacht oder nicht, ist mir egal. Ich stehe neben dem Haus, ich muss jetzt meine Klamotten erstmal reparieren, weil ich ja getötet wurde. Ja, wir haben, glaube ich, ziemlich viel Hide im Haus. Hide im Haus. Hide im Haus. Wie ging das nochmal denn alles mit dem Teilen oder mit dem Wegwerfen? Ich weiß gar nicht, ich mich schon hier fallen lassen. Jetzt habe ich ein Level-Up. Wenn du Rechtsklick drauf machst, steht ich dann immer da. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein Level-Up. Wie war das nochmal? 50 Engine Points. Was brauchen wir denn? Brauche ich denn fürs Haus? Hier. Ich hab 63, guter. Patchy Settle. A patchy Settle with to ride. What? Wofür ist das denn? Bullshit. Machen wir mal. Spike Vault brauche ich auch. Wollte ich nicht mal einen Sattel machen hier für Hannelore? Wo ist denn Hannelore? Boah. Ja, du wolltest einen Sattel für Hannelore machen. Ja, wo ist sie denn? Wer ist die Tri... The Trike im Englischen. Denkt dran, dass ihr. What? Was ist das denn? Learn on Scorch, oder? Mann, mach da mal deinen Satz zu Ende, Alter. Hier, wer macht Kleidung? Ich. Gut. Haben wir da mittlerweile eigentlich bessere? Ja, ich hab jetzt euch Lederkleidung gemacht. Das ist schon das Bessere. Wir brauchen nur, wir quietschen. Also wir können uns anschleichen, können wir nicht. Wir knarzen so auf dem Weg zur Beute. Ich brauche übrigens für den Sattel, den habe ich, glaube ich, letzte Folge schon versucht zu machen. Diesen Trike-Sattel, da brauchen wir 140 Hides. Ja, 140. Das erhöht ja unsere Heizkosten. Der war richtig. Also müssen wir Leder besorgen. Na, dann müssen wir auf Jagd gehen und Monster töten, Dinosaurier töten. Ja, du siehst hier gerade aus wie so ein richtiger, so ein bärbeißiger Robinson Crusoe hier. Du siehst auch nicht besser aus. Nee, mit deinem Oberkörper, du hast so einen gesunden Taint, weißt du, so ein Tank. Ja, du müsstest mal deine Augenbrauen angucken, die sind Ist Monobraue. Ich hab Monobraue. Ich bin der Einzige, der hier was Sinnvolles macht, baue ich mal eine Werkbank. Ich mach jetzt hier weiter Haus. Ja, das Haus macht super Sinn, weil dann kriegen wir ganz, ganz schnell das Leder zusammen. Genau. Komm, Zwiebel, dann ziehen wir zusammen los. Wo bist du denn? Ich stehe hier. Da, achso, hier. Okay. Ich sag denen mal nicht, dass ich noch 24.000 Leder in meinem Inventar habe. Ja, du hast 24.000 mal nichts in der Hose. Was wollen wir machen? Da hinten? Ja, Monster töten, also Dinos töten. Was anderes können wir nicht machen. Wollen wir die Großen hier mal aufs Korn nehmen, oder? Was für Große? Den Monto da oben? Ja. Den kriegen wir nicht zu zweit kaputt. Ich habe gerade mal 2 Pfeile. Ich habe jetzt noch 20 Pfeile, ich meine, oder 18 Pfeile. Einer steckt bei Brilli drin und das außerdem. Das ist kein Pronto, ah. Und außerdem ist Brilli doch gerade beim Hausbau. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste die direkt hier in den Ofen. Was ist denn hier das Ceiling? Brilli ist doch eh gerade beim Hausbau, da kann er doch nochmal neu bauen. Das ist doch ein Pronto. Ja, wie gesagt, ich habe 2 Pfeile. Ist es ein Pronto, dann kriegen wir den nicht kaputt. Welches Level hatten wir? Hallo? Level 2, Wild Female. Der hat der gerade gekackt oder war ich das? Ich war. Es kommt drauf an, wie groß es ist. Ist mein Köttel, der hat meine Größe. So, naja, also wie gesagt, wir können den Pronto gern probieren, aber ich gehe davon aus, dass wir einfach sterben werden. Und wahrscheinlich unser Haus eingerissen wird. Pfeile.
Ja, dann komm mal hier hoch auf den Berg. Welchen Berg? Na, hier oben. Da. Aber der Bronto, der läuft gleich auf euch zu und mit dem Schwanz, fast so groß ist wie meiner. Könnt ihr es einfach sein lassen? Holt euch doch andere Sachen. Bau doch du dein scheiß Haus. Ja, das wird aber kaputt gemacht, wenn der Bronto jetzt euch tötet. Alter. Ich baue nicht noch ein Haus, sag ich mal ganz klar. Das hier wird das einzige Haus werden. Ja. So. Ist die Wand hier falsch rum oder was? Meinst du, schaffen wir nicht oder wird? Warte mal kurz, ich muss mal noch ganz kurz in die Option ein bisschen was runterdrehen. Weißt du noch, wir haben ja in einer Folge irgendwann mal vor circa 4,5 Jahren so ein Bronto angegriffen mit Brilli und da haben wir, glaube ich, bestimmt 25.000 Pfeile auf so ein Ding geschossen. Ja, wo sieht man denn, welches Level man ist? Ach da, Level 19 bin ich. Also ich weiß ja nicht. Der hängt aber da irgendwie im Haus drin und der Bronto ist Level 2. Ja, wir können es gern probieren, ja, aber ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass wir irgendwie den Berg hoch und runter springen müssen und den kiten müssen. Weil wenn der uns einmal trifft, ein Treffer von dem und wir sind tot. Oh, guck mal, hier ist ein anderes Vieh. Hier ist noch so ein Lü-Hufte-Wufzig-Saures, hier. Ja, ey, kriegen wir aber sehe ich, ob das Ding richtig rum ist, ey. Viel Leder raus, aber mach nichts, Leder ist Leder. Kaputt ist er. Recht. War schon mal 6 Hide. Das ist jetzt von außen oder von innen bauen, ey, ganz ehrlich. So, kann man das drehen? Kann man Objekte drehen, Mene? Ich rede nicht mit dir. Wer traut sich? Ja, ich schieße jetzt da drauf, meinetwegen. Jetzt gemacht? Ist mir jetzt egal. Oh Gott, Hannelore will's. Übrigens, wenn man einen Kopf trifft, macht man natürlich mehr Schaden, als wenn man den Körper trifft. Ja. Oh, oh. Ist auch richtig rum. Aua. Aua, der Au. Ich häng fest. Ah, ich häng fest. Boah. Alter, fick den Ofen, Mann. Machen wir. So. Warum ist das Zeug drum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Au. Jetzt natürlich genau ausgerechnet, jetzt ist mein Dings kaputt gegangen. Während ich diesen Dino angreife... Fick die Scheiße, ganz ehrlich. Ey. Mein Bogen oder was? Liebe jetzt. Oh, Entschuldigung. Au, was? Aua. Ja, sorry, du bist mir genau reingelaufen in den Schuss. Das kann doch nicht sein, ey. Jetzt. Ja! Hier ist richtig rum. Zwiebel, komm ein bisschen Berg hoch wieder. Ich hab keine Muni mehr. Und mein blöder Dings. Was hab ich denn eben gemacht? Ich hab doch hier eben so einen Knopf gedrückt. Die Knöpfe hier. Ist der tot? Nee. Hey. Jetzt die Hannelore hin. Jetzt! Oh, ich hab ihn! Ja, ich hab auch die ganze Zeit mitgeschossen von oben vom Berg. Nice! So, 20 halt, 25, 28 halt. 28 Leder und 25 Fleisch. Nice. Ich hab 21 Leder rausbekommen. Okay, dann können wir schon mal sammeln. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wo ist denn so unsere Hütte? Ja, lauf den Kübel hinterher. Nee, das ist richtige Richtung, richtige. Zu dem anderen Pronto. Links BS. Ach ja, da. Halt, hier ist noch so ein Viech. Was trinken wir denn hier, oder was? Nee. Du wolltest heute nüchtern bleiben. Ha, hu, ha, hu. Hier ist noch so ein Bronto um die Ecke, da muss ich meinen Bogen erstmal fixen. Hat jemand mitgezählt, wie viele Schüsse wir gebraucht haben? Ich hab 19 Ahnung. Draufgeballert, ich hatte noch 19 Pfeile, sind alle weg. Ich hab keine Pfeile benutzt, sondern meine Zwille, weil ich ja nur 2 Pfeile hatte. Also das heißt, ich hab 2 Pfeile draufgehauen und dann halt ganz viele Steine. Mhm. So, ich bring mal Fleisch nach Hus. Ich hab jetzt aber nur noch 2 Pfeile. 7 Pfeile meine ich. Du hast da was verloren. BS, hinter dir. Alles klar, bin wieder aufgesammelt, alles gut. So, wo bist du denn hier? Gebe ich dir mal das ganze Leder. Hast du die Zeit im Blick, Zwiebel? Ja, hab ich. Oh, ich hab einmal Prime Meat. Raw Prime Meat. Das ist mir. Ja. Hier, das ganze Leder liegt hier rum. Kannst du einsammeln. Oh, nice. Okay. Hat jemand noch ein bisschen Holz?
Ja, das wäre gut, wenn wir auf jeden Fall ein bisschen Holz mal in den Ofen packen. Ja, bin das ich gerade dabei. Bitte. Was ist denn ein Wooden Window? Das verstehe ich nicht. Wooden Beams. Ich würde mal sagen Fenster, aber. Ja, ist mir schon klar. Aber Fenster ist für mich die Struktur hier. Da kann man wohl noch einen Dings vormachen. Ja gut, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir noch 11 mal Fleisch. Was ist hier los mit mir? Warum brennt denn der Ofen nicht? Ah, jetzt. Warum machst du das da? Ich habe das alles hier in den Kochtopf geschmissen. Ach echt? Ja. Ah, look at this. Doch viel schöner, so ein Kochtopf, oder? Ja, gut. Ja, ja, richte ich mich nach dich. Ach scheiße, ich mache immer aus Versehen das Feuer aus. Ja, geht mir genauso. Noch ein Level, da kann ich uns fette Klamotten bauen, ey. Nice. Ach, da passt ein bisschen mehr rein, wa? Guckst du, Basti, guckst du mal, wie welches Level der andere Pronto hat, ob wir den auch schaffen, wenn wir Pfeile haben und so? Ja. Holz holen. Ich brauche keine Pfeile mehr, noch ein paar Speere muss ich bauen. Ja, Dings ist leider wieder Mangelware hier. Flint. Flint? Ja, bis auf die andere Seite auf dem Stein hauen. Da sind ganz viele Felsen. Ja, ja, ich weiß, aber es ist halt einfach so Mangelware. Achso, mein blöden Bogen reparieren. Denkt ihr dran, euren Code immer schön in die Beete reinzupacken? Ja. Selbstverständlich. Tun wir. Scheiße, ist auch meine Axt kaputt. So. Ah ja. Alter. Der andere Bronto, der im Felsen festhängt, ist Level 8. Könnte man also auch mal probieren. Level 8? Oh, der andere war Level 2. Ja, aber das macht kaum einen Unterschied. Also wenn der jetzt Level 30 gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, nee. Oder okay. Level 100 oder so. Aber Level 8 und Level 2 ist jetzt nicht okay. So. Aber es wäre halt trotzdem geil, wenn wir ein schöner Pfeile Baum hier, den werde ich aber nicht fällen. Der ist wunderschön. Da ist wieder irgendwie so ein Licht bei uns hier. Was? Wo? Oh, tatsächlich. Hier mal gucken, was da abgeht. Gar nichts geht da ab, hä? Also, doch, da muss man was reinlegen oder so. Wie was reinlegen? Boah, Gleis. Welchen da reinlegen? Ja, nee, stimmt, was ist denn hier los? Supply Crate. Ja, hol's raus! Ah, jetzt kommt's runter. Ach, ja, da. Das war noch nicht da, genau. Das Grüne meint ihr. Ja, und ihr? Ah, jetzt hier. Ja, das kann man dann, wenn's unten ist, kann man's irgendwann anklicken, wenn man das richtige Level dafür hat. Komplette Lederrüstung ist da drin. Ja. Ist doch gut. Können wir die mitnehmen? Oh, Pfeile. Ja, mitnehmen. Ich geh erstmal kurz Flint holen. Mhm. Oh, hier ist ja dunkel. Ich will nach Hause, Mann. Ich hab Angst. Da 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 da. Ba 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 blue. Er scheint vorwärts zu kommen im Haus. Er hat gute Laune. Es geht. Man sieht zwar nichts von außen. Ich wüsste, dass ich da alleine drin wohnen würde. Ja. Ich möchte hier übrigens ein bisschen Werbung machen für ein tolles Format auf meinem Kanal. Die Grenzgänger. Ist allerdings ein tolles Format. Schon jede Grenze überschritten. Allerdings. Das, was ich bisher gesehen habe, war schon wieder so, oh mein Gott. Halt dein Maul, ey. Nur weil wir so Kritik gut sind, kann er was? Nicht. Was? Nur weil wir so gut sind, oder was? Genau. Das ist quasi so faszinierend. This will rock my socks off. Hey, Vicky. Die Vicky. So schaut das nämlich aus. Puh, ha, jetzt ist meine scheiß Hacke hier schon wieder kaputt oder was. Und gekackt habe ich auch wieder. Jetzt habe ich mir 4 Äxte gebaut, ich bin so behindert, ey. 4 Äxte? Warum repairst du die nicht einfach? Ja, weil ich einfach dumm bin. Ja gut, könnten wir uns aber nicht... Hau ab, Alter. Was? Ja, du. Wer denn? Ich? Ja, du. Warum denn? Ja, warum denn? Warum denn? Komm Freundin, leuchte hier heim.
Items, Ammo und Bombing. Ah, so. Kann ich alles bauen. Sehr schön. Jetzt nehmen wir hier die Dinger auch noch rein. Hedgefield. So, 6. Set Chef in neuen Haus, richtig? Ja, nee, Fiber. Ah, hier. So, überlegen wir. Du. So. Craft All, was hat er denn da? Ach, Thatch zieht er hier so weg, wie nischt. Der alte Johnson. Ich leg mal hier in den einen Schrank noch die komplette Lederrüstung, die aus der Kiste da gekommen ist. Jo. In den rechten Schrank. So, jetzt können wir da alles bauen. Wollen wir dann den Typen da oben noch kalt machen oder wie? Ja, von mir aus. Ich habe jetzt ein paar Pfeile hergestellt. Ich muss jetzt mal nochmal zurück. Ich habe jetzt ein bisschen Fleisch gesammelt und so. Und okay. Fasern und Holz. Und habe mir gerade Pfeile gebaut. Und mein Leben ist so toll. Ich brauche Holz. Ja, ich bringe Holz mit. Das Level ist super. So, ich gehe schon mal da oben in Stellung, oder? Wo ist der Typ? So, Narkobären, die brauche ich jetzt erstmal. Come on, baby, light my fire. Was wollte ich denn jetzt hier? Ah, ja. Hier ist echt dunkel wie im Sack bei uns. Ich habe schon mein ganzes Flint verbraucht schon wieder, ey, krass. Bäume! So, was fehlt mir jetzt? Immer dieser Hunger in diesem Spiel, der geht mir echt so auf den Piss. Ich bin nur am Kacken, ne? Feuerstein. Man könnte denken, wir hauen uns so viele Ballerstoffe hier in die Figur, dabei stimmt das überhaupt nicht. Ja, ich hau mir Ballerstoffe. Nur Fleisch. Was? Ja, fressen. Ich hau mir Ballerstoffe. Schon längst Verstopfung haben, ey. Eigentlich. Aber sag mal, kann das sein, dass das hier im Kochtopf nicht wird mit Fleisch? Das ist ein Feuerling. Kann natürlich sein. Dann musst du es mal ins Feuer schmeißen. Ja. Das musst du dann nämlich schon fertig sein. Schreckend wenig. Ich glaube, im Kochtopf, da musst du bestimmte Rezepte befolgen, dass da massiv bei rumkommt. Ja, das wussten wir doch schon. Woher? Das haben wir doch letztes Mal schon besprochen. Ja, warst du vielleicht nicht, oder wann? Nee, egal. Ich überladen, ey, wollte mich verarschen. Ja, ich komme jetzt mal mit einer Tonne Holz nach Hause. Gucken wir mal. Geil. Ich war Holz. Da ist er. Rafft ihr den jetzt nachts an, oder was? Alter. Naja, die Folge sind 2 Minuten zu Ende, dann können wir uns da immer noch entscheiden. Wie Brilli denn möchte. Kann man eigentlich aus den Äxten da irgendwie auch mal, aus dem Metall sich mal Äxte bauen, die vielleicht ein bisschen länger halten? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe ja eine Werkbank schon fertig und ich habe auch schon die Fertigkeit, das zu bauen. Aber? Alter, hier ist eine Mücke. Ah ja! Scheiß wie. Ja, nix, aber ich muss die Werkbank jetzt nur mal dahin platzieren, irgendwo in unserem Haus. Oben. Was immer noch nicht fertig ist. Ich hab mich verlaufen. Ich bin auch der Einzige, der Holz sammelt. Du weißt nicht, wie teuer das ist. Eine Wand kostet 80 Holz. Kannst du mal ausrechnen, wie viel ich da schon verbaut habe, du Arschloch! Also bestimmt 2 Holz. Bei wenigen Wänden. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ach, da ist Wer schreit denn hier immer so? Habe ich Hallus oder hat hier immer einer geschrien? Ich weiß es nicht. Ich mach jetzt hier die Tür zu. Ich seh nichts mit dem scheiß Nebel, ey. Was für ein Nebel? Wah! Steht der Mäh noch einmal. Wah! Haut ab, ey, was verfolgt ihr mich? Ja, Alter. Ich weiß, ich hab mich verlaufen, Mann. Wo geht's nach Hause? Da. Wo geht's hier bei Hose, Alter? Wo denn? Na hier. Ich mach immer dieses scheiß Feuer aus. Wie, ja, hier. Der läuft die ganze Zeit in irgendeine Richtung. Hinterher. Ja, hier. Er läuft einfach im Kreis und sagt, ja, hier. Hier geht's nach Hause. Seid ihr blöd oder was? Null Orientierung oder was? Das ist doch kein Geheimnis bei mir. Stimmt. Aber ich dachte, der Mähne wäre irgendwie ein bisschen. Ich habe mich dreimal im Kreis gedreht und 5 Steine zerschlagen und 54 Pfeile hergestellt und dann hatte ich mich verlaufen. Ne, und nachdem jeder Stein eh aussieht wie der andere, was willst du da erwarten, ja, ne? Dann war es auf einmal Nacht und Nebel. Dann schieß ich jetzt einen Pfeil in den Arsch, pass auf. So, wenn's hell, also wollen wir die Folge beenden und dann in der nächsten Folge den nächsten Pronto töten, oder was? Was für ein Haus?
jetzt richtiger Headshot, komm her. Jetzt komm, mitten zwischen die Augen. Zwischen deine hässlichen Augenbrauen. Komm doch mal her, Mann. Würde dir stehen. Brilli, würde dich aufwerten optisch. Ihr müsst auch immer mal das Zeug reparieren, ne? Nicht immer nur neue Sachen bauen, auch die alten mal reparieren. Oh, der guckt sogar hinten wieder raus, der Fall. Jetzt sieht's aus wie Pinocchio. Ist immer schön, wenn man... Brilli, du hast eine gefiederte Nase. Nicht mehr. Ach, wenn er mal das gleiche wieder mit zurückkriegt, weil er sonst immer austeilt, das kann er nicht. Ich baue hier das Haus, weißt du, ich kümmere mich um irgendwas. Du hast noch nichts gemacht einfach. Seit du hier mitspielst, hast du noch nie irgendwas gemacht. Na genau. Warum ist die denn jetzt falsch rum, ey? Ich hab gegessen und gekackt. Ja, Nils. Das, was? Ja, ich leg dir mal Holz hin. Das ist nett. Du bist auch so ein widerlicher Schleimer, wa? Also. Ich will, dass das Haus fertig wird, die scheiß Werkbank da hinten bauen kann. Ich baue die jetzt schon hin, ey. Außerdem als ist Abschluss die dieser tollen Folge, genau, will ich jetzt diese Werkbank platzieren. Nur zum Thema, ich mache hier nie was. Ich sage immer die Zeit an, du Affenarsch. Wieso komme ich da jetzt nicht ran, oder was? Ein bisschen hoch für ein Fenster, oder? Findest du nicht? Nein, das ist ein richtig geiles Fenster. Vor allen Dingen staunlicher, dass du, kleiner Zwerg, da überhaupt da hochgekommen bist. So, wir haben eine Werkbank, es ist offiziell. Geil! Herzlichen Glückwunsch. Übrigens wird das Haus von dem Grundriss her nicht mehr größer, sondern es wächst nur noch nach oben. Wenn wir Platz brauchen. Ich nehme jetzt den Mädel. Mädel? Mädel? Ich beende jetzt die Folge. Ach echt? Ernsthaft? Liebe Leute, das waren 20 Minuten reine Action-Hausbau. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge mit dem Hausbau fertig bin. Ich denke schon. Ich will mir jedenfalls vorstellen, hier muss noch ein bisschen Dach hin und ein bisschen Wand und dann ist das schon fertig. Wenn ihr ein bisschen fertig, Action erleben wollt, dann guckt die Folge bei mir. Genau. Oder macht es gut, liebe Freunde. Es war schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Ark daneben. Macht es gut. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Ciao.